Hallo und herzlich willkommen zum Metsalat.de. Heute kochen wir zusammen eines meiner Leibgerichte, Hühnchen süß-sauer. Das ist ja so ein bisschen die Europäer-Variante des chinesischen Essens, aber das soll uns hier nicht stören. Zu den Zutaten ganz kurz: Paprika, passierte Tomaten, Ananas, Tomaten, Mark, natürlich das Hühnchen, Ei, Mehl und was man vielleicht nicht immer im Haus hat, Stärkemehl und ein geeignetes Öl oder Fett zum Frittieren. So, für die Panade brauchen wir zum ersten Mal 150 Gramm Mehl. Ich siebe das hier in eine Schüssel. So, dazu noch 50 Gramm Stärkemehl. Dann 250 Milliliter Wasser. Ein großes Ei. Und dann noch mit etwas Salz und Pfeffer und einem Schneebesen rühren, bis es eine dickflüssige Masse gibt. So, nach etwas Rühren sehen wir, hat gerade die richtige Masse. Das können wir jetzt noch ein bisschen stehen lassen, dann dickt das noch ein bisschen an. Und damit fangen wir an mit der Süß-Sauer-Soße. So, als erstes nehmen wir eine rote und eine gelbe Paprika, waschen sie und schneiden sie in ca. 2x2 cm große Stücke. So, zum Thema Grundkurs Zwiebel schneiden. Also so schneidet man eine Zwiebel. Eine der wichtigsten Zutaten ist natürlich die Ananas. Hier eine Dose Ananaswürfel. Die gießen wir jetzt ab durch ein Sieb, aber schütten den Ananassaft nicht fort. Den brauchen wir nämlich zum Teil noch nachher. Also einen Teil davon behalten. So, als nächstes fangen wir mit dem heißeren Teil an. Etwas Öl in einer Pfanne erhitzen. Und wir geben schon mal ein klein bisschen Tomatenmark mit dazu. So circa 1 bis 2 Teelöffel. So, jetzt wird es schon warm. Jetzt können wir auch die Paprika und die Zwiebeln dazugeben und leicht anwürzen. Als nächstes geben wir die abgetropfte Ananas dazu. So, wir sind ja flexibel. Die Pfanne hat sich in einen Topf verwandelt. Und das Ganze ist jetzt hier schön glasig und angedünstet. Damit können wir jetzt das Ganze mit den durchgepressten Tomaten ablöschen. So, jetzt kommt noch ein ganz wichtiger Teil, und zwar ist das Abschmecken. Und das Abschmecken erfolgt aus Kombination aus Essig, Salz, Pfeffer und Zucker. Und man muss da ein bisschen rumprobieren, bis man den richtigen Geschmack hat, so wie es einem gefällt. Also ich fange jetzt mal hier mit 2 Esslöffeln Essig an. Dann Zucker. Und wir geben auch wieder etwas von dem Ananassaft zurück, den wir vorhin aufgehoben haben. So, die Soße ist soweit fertig und abgeschmeckt. Die steht auf dem Herd und köchelt etwas vor sich hin. Beim Hühnchen, ich habe das jetzt hier schon in ja, passender Form so eingekauft. Ansonsten fast fertig, noch salzen.
Und damit können wir es in die Panade geben. Nehme mein Frittierfett, in diesem Fall Erdnussöl, geht aber auch anderes. Und dann bin ich großzügig, denn wir wollen es ja nicht braten, sondern tatsächlich frittieren. Das Fett ist heiß. So, jetzt nehme ich immer schön ein Stück, schaue, dass es von allen Seiten schön mit Panade voll ist und lege es ins Öl. So, ich habe jetzt mal schon die Teile umgedreht. Die Konsistenz ist schon richtig, richtig hart und fluffig. Die Hitze habe ich auch etwas runtergedreht. Muss man ein bisschen aufpassen. Wenn es zu heiß wird, wird es zu schnell durch. Ganz gesund soll das ja auch nicht sein. Die erste Lage ist fertig. Das heißt, wir können es aus der Pfanne rausnehmen. Ist goldbraun von allen Seiten. Ich habe mal einen Teller mit etwas Küchencrepe vorbereitet, damit das Fett ein bisschen abtropfen kann. Das ist jetzt die zweite Portion. Gleiches Verfahren wie bei der ersten. Das heißt, nur noch fertig frittieren, dann alles schön mit Reis, Soße, Hühnerfleisch auf einem Teller drapieren und servieren. Ich sag mal, guten Appetit!